Das ist das Lightwheel 4-1 MK1. Mit dem Rad bringt Lightwheel seine erste Version eines Dropbar-Bikes auf den Markt. Im Vergleich zu so einem klassischen Crosser verfügt das ganze Rad über recht viel Reach, einen recht flachen Steuerwinkel und wird auf jeden Fall deshalb den Leuten gelegen kommen, die vom Mountainbike her gerade kommen. Das Rahmenmaterial vom 4-1 MK1 besteht aus Aluminium, das Ganze in Kombination mit einer Envy-Gabel. So wie es da steht, ist es immer noch super leicht, performant. Das Ganze basiert auf einer Laufradgröße von 710 mit einer maximalen Reifenfreiheit von 40 mm. So seid ihr auch hier wirklich vor Schlägen geschützt. Und ihr habt auf jeden Fall eine komfortablere Fahrt, als wenn man auf schmalen Crossreifen durch die Gegend fährt. Direkt sehr schön integriert in den Rahmen ist die Sattelstütze von 8-Pins. Von außen sieht man eigentlich keine großen Anschläge, die Zugverlegung ist schön integriert. Einen Schalter vorne am Lenker kann ich direkt die tiefere Sattelposition wählen, dann wenn es was ruppiger im Gelände wird. Dropper Seatposts an Gravelbikes sieht man recht selten, wenn, dann ist das eigentlich ein Artikel, den man sich später nachrüsten kann. Dadurch, dass aber Lightwheel hier halt die Lösung mit der 8-Pin-Sattelstütze hat, war es wahrscheinlich recht naheliegend, das Ganze hier auch zu integrieren. Dadurch, dass das Publikum von Lightwheel, die Fans von Lightwheel aus dem Mountainbike-Bereich kommen, ist der direkte Verbau der Dropper Seatpost hier dann der logische Schritt eigentlich gewesen. Bestandteil des Rahmensets ist eine Carbon-Gabel von Envy, die eine klare Referenz in diesem Bereich bildet. Natürlich findet ihr an dem Rahmenset auch die X12-Steckachsen, die euch die perfekte Mischung bieten aus Leichtigkeit und Stabilität. Ein Blick auf das Rad zeigt klar die Trends, die es auch im Mountainbike-Bereich in den letzten Jahren gegeben hat. Wir haben hier einen 435 mm Reach, was in der Größe L schon recht immens ist für ein Gravelbike. Das Ganze dann kombiniert mit einem recht kurzen Vorbau führt auch auf jeden Fall zu einer Optik, die man von modernen Mountainbikes erkennt. Dann am Vorbau verbaut ist ein recht breiter Lenker mit 500 mm, den Synthes jetzt extra auch für den Einsatzbereich des Gravelbikens nochmal entwickelt hat. Und in dem Paket hat man ein sehr gut funktionierendes Rad, auch gerade dann, wenn es ins rauere Gelände geht. Gerade auch bergauf zeigt der leichte Alurahmen hier in Kombination mit der Carbon-Gabel, was geht. Der Rahmen muss sich hinter Carbonrahmen auf jeden Fall nicht verstecken und die Steifigkeit, die ich auch von den Lightwheel Mountainbikes erkenne, die finde ich hier auch an dem Gravelbike wieder. Beim Bergabfahren sieht man klar, aus welchem Bereich das Rad kommt. Die Lightwheel Jungs sind ja bekannt dafür, dass sie Geräte bauen, die bergab auch funktionieren. Mit der Dropper Seatpost und dem langen Reach funktioniert das Rad bergunter wunderbar. Dadurch, dass das Lightwheel-Rad sehr viele MTB-Trends aufnimmt, ist es auch gerade ein wunderbares Umsteigerrad für all jene, die sonst auf dem Mountainbike unterwegs waren und sich jetzt ein Gravelbike nehmen wollen. Generell ist das Rad aber super flexibel. Ich kann es wirklich als Racebike nutzen durch sein geringes Gewicht, aber ich kann es auch als Commuter nutzen mit Gepäckträger, mit Schutzblechen im alltäglichen Einsatz. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal. Alle weiteren Infos zu dem Lightwheel 4-1 MK1 findet ihr unten in den Links.